Mein Name ist Ronel Lamprecht von der Ölmühle Garting. Wir sind ein Familienunternehmen und stellen verschiedene Speiseöle und andere Spezialitäten aus den Samen her. Wir produzieren in Schnorrsee und da wiederum in einem kleinen Weiler namens Garting, der aus zwei Bauernhöfen besteht, am höchsten Punkt im Voralpenland liegt, hat eine wunderschöne Aussicht. Das Besondere an unserem Verfahren ist die einfache Vorgehensweise. Wir pressen das Öl so langsam wie es geht, damit wir keine hohen Temperaturen zusammenbringen. Es ist eine kleine Maschine, die Druck auf den Samen ausübt, im Grunde wie eine Obstpresse beim Apfel. Das ist genau das gleiche Prinzip. Das Öl kommt dann in ein Fass, wird nur abgesetzt, wird dann nicht filtern. Wir lassen alles so, wie es ist. Ein vollwertiges Produkt, wo noch alle Pflanzenbegleitstoffe drin sind. So einfach quasi sind wir uns jetzt sicher, dass die Qualität am besten ist. Der größte Unterschied, das ist der Geschmack und die Farbe. Da erkennt man, dass das Öl vollwertig ist und alle Inhaltsstoffe mit dabei hat. Der Prechtl hat schon seit langem auf Regionalität eine große Gewichtung gehabt, weil er bereit war, einfach Sachen auszuprobieren. Auf das haben sich die Kunden schon immer verlassen können. So hat sich eine schöne Auswahl ergeben mit Klassikern wie Raps und Sonne, mit Gesundheit wie Lein, aber auch Knoblauch oder Kürbiskernöl. Regionalität bedeutet für mich vom Anfang bis zum Ende denken. Es sollte das Urprodukt aus der Region kommen und dann auch nicht zu weit vertrieben werden. Und das wäre dann mein Wunsch, dass nicht die Ölmühle Garting immer noch größer wird, sondern dass sich in jeder Region neue kleine Ölmühlen ansiedeln, die gute handwerkliche Qualität liefern und so einen großen Beitrag für die Ernährung in unserer Gesellschaft liefern könnten.